zu einem schweren Verkehrsunfall mussten am Morgen die Feuerwehrleute der Wache Süderelbe und der FF Neugraben ausrücken. An der Frankower Straße war ein VW Polo gegen einen Baum geschleudert. Ja, wir haben auf der Anfahrt schon gesehen, dass ein PKW in den Graben gefahren ist. Er ist gegen einen Baum geschleudert mit der Fahrerseite, ist dann im Graben zu stehen gekommen. Im PKW befand sich ein Fahrer eingeklemmt, nicht ansprechbar, er hat aber geatmet. Wir haben den Fahrer sofort stabilisiert und haben ihn dann über die Beifahrerseite seines Fahrzeuges gerettet. Der Fahrer kam mit schweren Kopfverletzungen ins UKE.